das erstmals sichtbar zu machen, wagen brasilianische Wissenschaftler ein erstaunliches Experiment. Im Verlauf von 3 Tagen laufen 10 Tonnen Zement in die Eingänge des Grasschneidernestes. Einen Monat später beginnen die Ausgrabungen unter der Leitung von Professor Luis Forci. Es dauert Wochen, bis die Wissenschaftler diese unbekannte Welt freigelegt haben. Was uns nur mit Unterstützung von Maschinen gelingt, schaffen die Ameisen aus eigener Kraft. Während der rund 20 Jahre, die eine Kolonie besteht, bewegen die Ameisen mehr als 40 Tonnen Erde. Dementsprechend gigantisch ist die Ameisenstadt dimensioniert. Entlang der Hauptverkehrsverbindungen liegen Höhlen für die Pilzgärten und Kompostkammern. Schächte und Röhren sind für den kürzesten Transportweg und die beste Durchlüftung optimiert. Alles wirkt wie vom Reißbrett. Aber hier gab es weder Architekten noch Bauaufsicht. Diese Stadt entstand aus sich selbst. Allerdings waren hier keine Individuen am Werk, sondern ein Kollektiv von 6 Millionen. Ein Superorganismus, der wie ein Einzelwesen handelt. Mit jedem Schaufelschwung kommt eine neue Weggabel, eine neue Kammer zutage. Die Gesamtausdehnung des Nestes beträgt 50 Quadratmeter und es reicht 8 Meter tief in die Erde. Musik